Im Vorraum zur Stadtsporthalle stimmen die Waldheimer Eisenbahnfreunde schon mal auf das Weihnachtsspiel der Transperlen ein. Der Polarexpress im Kleinformat findet besonders bei den Jungen großes Interesse. Der Polarexpress rollt auf die große Bühne. Die Fahrt zum Nordpol kann beginnen. Der Tanz der Glückskleeblätter bringt auch Pitti Glück. Er bekommt eine Fahrkarte für den Waldheim-Express zur Reise an den Nordpol. Die kleinen Eiskristalle lassen erahnen, dass der Express schon im Land des ewigen Eises angekommen ist. Und dann Bittis erste Begegnung mit einem großen Eisbär. Gewissermaßen ein Gruß von den Putis an die Expressfahrgäste. Am Horizont tauchen jetzt schwarz-weiße Pinguine auf. Die sehen aber komisch aus, diese Gestalten. Pitti ist erstaunt. Pinguine am Nordpol, das kann es nur im Weihnachtsmärchen geben. Sehr gefühlvoll vorgetragen. Ein Liebesduett mit Eisbärjungen und Pinguinmädchen. Und nun zum Aufwärmen heiße Schokolade für alle Fahrgäste aus dem Expressspeisewagen. Zwischendurch kontrollieren Jörn Hensel als Pittiplatsch und Mike Schwarz als emsiger Zugbegleiter die Fahrkarten der Mitfahrer. In der Spielpause werden die Gäste in die Metropa gebeten. Die Eltern und viele Vereine sorgen hier für eine gute gastronomische Betreuung. Aber schon geht das bunte Treiben auf dem Polareis weiter.
etwa 70 Tänzerinnen und Tänzer aus unterschiedlichen Altersgruppen der Tanzperlen des Zschopautals sind an diesem Spiel beteiligt. Selbst fleißige Ameisen haben sich auf das kalte Polareis gewagt. Viele helfende Hände haben die Aufführung des Weihnachtsmärchens mit vorbereitet. Die Männer der Feuerwehr und des VfL zum Beispiel. Aber nicht zu vergessen die geschickten Mütter und Omas, von denen die fantasievollen Kostüme stammen. Der Waldheim-Express rollt jetzt an den weißen Iglus der Eskimos vorbei. Und die Fahrgäste erleben sportliches Treiben auf dem Eis. Nun hält es auch die Zuschauer nicht mehr auf den Plätzen. Sie tanzen begeistert mit. Doch nun muss Pitti zurück in die Heimatstadt. Denn dort wartet der Weihnachtsmann auf die Fahrgäste. Bis der Baum zur Weihnachtsstunde leuchten steht im Kerzenglanz. Froh erklingen liebe Lieder, Kinderaugen strahlen Glück. Mit stehenden Ovationen bedankt sich am Schluss das Publikum bei den kleinen Künstlern auf der Bühne und bei den vielen Helfern hinter den Kulissen.